Ich freue mich erstmal, dass so viele Menschen, jung und alt, behindert und nicht behindert, heute hier sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz deutliches Zeichen, nicht nur an die Kanzlerin, sondern auch an das Parlament dort drüben, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich nicht damit abfinden, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung selektiert ausgemerzt werden durch Präimplantationsdiagnostik, durch Pränataldiagnostik, wo es nicht darum geht, den Menschen zu helfen, ihnen eine Therapie zukommen zu lassen, sondern sie auszusortieren. Und ich habe geglaubt, in Deutschland würde so etwas nie wieder legal, meine Damen und Herren. Und ich sehe vor mir ein Schild: Inklusion statt Selektion. Wenn ich über Inklusion spreche, und ich war ja auch mal Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, dann werde ich schnell in eine linke Ecke gedrängt. Und wenn ich sage, Inklusion fängt schon vor der Geburt an, dann bin ich plötzlich ein Rechter. Was ich eigentlich nur will, ist, dass Menschen mit Behinderung dieselben Rechte haben wie Menschen ohne Behinderung. Dass sie mit uns leben, so wie alle anderen auch. Dass sie die Rechte haben, mit uns zu spielen, zu lernen, zu leben, zu wohnen. Alles das, was jeder von uns selbstverständlich auch will. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es auch ganz wichtig, dass wir gegen diese neuen Tests, die es da gibt, die gegen Menschen wie Alina, die gerade hier oben war, vorgesehen sind, dass die in Deutschland nicht weiter angewandt werden. Dass solche Firmen dann ihren Test noch Harmonie nennen. Das heißt, dass sie meinen, dass es nur eine harmonische Gesellschaft gibt, wenn es Menschen mit Down-Syndrom und anderen Behinderungen nicht mehr gibt. Das ist mehr als zynisch, das ist menschenverachtend. Und deswegen, meine Damen und Herren, gehe ich heute mit. Und ich gebe zu, ich hatte eigentlich schon viele andere Termine, aber der entscheidende Moment war, dass viele andere Gruppierungen, die auch aufgerufen haben, mit Gewalt gegen diese Veranstaltung vorzugehen, dazu aufgerufen haben. Und ich habe gesagt, da musst du mitgehen, damit die Menschen merken, es gibt auch noch Stimmen im Parlament, die für das Recht auf Leben sind. Und das wird sich auch nicht ändern. Vielen Dank.